Befolgen Sie diese Schritte, um Probleme mit Ihrem Mikrofon zu beheben. Überprüfen Sie kurz die Geräte. Trennen Sie das Mikrofon oder Headset von Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon eingeschaltet und nicht stumm geschaltet ist. Beachten Sie, dass nicht alle Kopfhörer über ein eingebautes Mikrofon verfügen. Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie daher im Produkthandbuch. Wenn das Headset oder das Mikrofon Strom benötigt, zum Beispiel über USB oder Batterien, überprüfen Sie die Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass das USB-Stromkabel richtig angeschlossen ist. Wenn Batterien benötigt werden, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind oder ersetzen Sie sie durch neue. Testen Sie das Mikrofon, indem Sie einen anderen Computer oder Ihr Smartphone verwenden. Wenn das Headset oder Mikrofon funktioniert, schließen Sie es erneut an oder koppeln Sie es mit Ihrem Computer und versuchen Sie es erneut. Wenn es nicht funktioniert, ist das Mikrofon möglicherweise fehlerhaft. Wenden Sie sich daher am besten an den Hersteller, um Reparaturmöglichkeiten zu erhalten. Überprüfen Sie, ob alles richtig eingestellt ist. Gehen Sie in die Einstellungen und wählen Sie Datenschutz und Sicherheit. Blättern Sie nach unten zu App-Berechtigungen und klicken Sie auf Mikrofon. Aktivieren Sie Mikrofonzugriff und Apps den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben. Gehen Sie dann die Liste der Apps durch, um sicherzustellen, dass auch diejenigen aktiviert sind, die das Mikrofon verwenden müssen. Klicken Sie in den Einstellungen unter System auf Sound. Suchen Sie nach dem Abschnitt Eingabe und wählen Sie unter Gerät zum Sprechen oder Aufzeichnen auswählen das entsprechende Gerät aus. Wenn Sie nicht über mehrere Geräte verfügen, wird das Standardeingabegerät automatisch festgelegt. Wenn das Gerät, das Sie verwenden möchten, nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Gerät hinzufügen, um ein Gerät hinzuzufügen. Sie können hier auch die Lautstärke überprüfen. Ihr Mikrofon oder Headset verfügt jedoch möglicherweise über einen eigenen Lautstärkeregler. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon oder Headset nicht stumm geschaltet ist. Verwenden Sie Dell Support Assist, um ein internes Laptop-Mikrofon zu testen und Ihr System für die Aktualisierung von Audiotreibern zu optimieren. Suchen Sie nach Support Assist und wählen Sie es aus. Wenn Sie Support Assist nicht haben, klicken Sie auf den angezeigten Link, um sich unser Video zur Support Assist-Installation anzusehen. Zum Testen eines internen Mikrofons auf einem Dell-Laptop klicken Sie auf der Support Assist-Hauptseite auf die Registerkarte Fehlerbehebung. Erweitern Sie „Ich möchte eine Fehlerbehebung für meinen PC durchführen“ und klicken Sie dann auf „Bestimmte Hardware prüfen“. Klicken Sie unter Audiogeräte auf Mikrofon und Support Assist beginnt mit einer Reihe von Tests. Befolgen Sie die Anweisungen und klicken Sie abschließend auf Fertig. Um Ihr System vollständig zu optimieren und Treiber zu aktualisieren, erweitern Sie die Startseite, um die Testoptionen anzuzeigen und klicken Sie dann auf Alle ausführen. Warten Sie, bis Support Assist alle Aufgaben abgeschlossen hat und klicken Sie anschließend auf Aktualisierung unter Treiber und Downloads abrufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie anschließend das System neu. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns über soziale Medien, um weitere Unterstützung zu erhalten. Wir haben auch das Dell Community Forum, in dem Sie sehen können, was andere zu diesem Thema sagen. Auf diesem Kanal sind viele weitere hilfreiche Anleitungen verfügbar. Werden Sie also noch heute Abonnent. Vielen Dank fürs Zuschauen.